Wenn du Streamer bist, dann bekommst du in der Regel Donations von deinen Zuschauern. Und die sind leider nicht steuerfrei. Was du genau steuerlich beachten musst bei Donations, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und ja, die Hiobsbotschaft hast du ja schon im Intro gehört. Es gibt leider keine steuerfreien Donations. Wenn du beispielsweise auf Twitch aktiv bist und dir jemand Geld zukommen lässt, dann habt ihr irgendwie sowas wie einen Austausch von Leistungen, weil du unterhältst diese Person und bekommst dafür Geld. Das Ganze ist also leider nicht steuerfrei, sondern für dich eine Betriebseinnahme, die du auch genauso versteuern musst wie alle anderen Betriebseinnahmen. In Deutschland haben Selbstständige im Wesentlichen mit drei Steuerarten zu tun und die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer sind ehrlicherweise in Bezug auf Donations keine große Raketenwissenschaft, weil sie ganz normal wie Betriebseinnahmen behandelt werden. Je mehr Donations du bekommst, desto höher ist dein Gewinn und je höher der Gewinn ist, zahlst du ein bisschen mehr Einkommensteuer und ein bisschen mehr Gewerbesteuer. That's it. Das heißt, da gibt es gar keine besonderen Regelungen und deswegen möchte ich an dieser Stelle gar nicht so tief auf diese beiden Steuerarten eingehen, sondern eher an das Video verweisen, was ich zum ganzen Thema Steuern für Selbstständige aufgenommen habe. Das verlinke ich dir auch gerne einmal oben rechts. Bei der Umsatzsteuer hingegen gibt es eine ganze Reihe an Problemen und die wollen wir uns mal Stück für Stück detailliert anschauen. Und zwar musst du bei der Umsatzsteuer immer genau herausfinden, wer eigentlich dein Geschäftspartner ist. Und davon abhängig musst du manchmal Umsatzsteuer zahlen, manchmal aber auch keine Umsatzsteuer zahlen. Da gibt es, ich würde mal sagen, ein relativ einfaches Szenario und ein unglaublich kompliziertes Szenario. Das einfache Szenario ist, wenn du nur einen Geschäftspartner hast. Das heißt, wenn dieser Geschäftspartner alle Donations und alle Zuwendungen, was auch immer, einsammelt und du dann von diesem Partner quasi gebündelt das ganze Geld bekommst. Dieses Setup hast du beispielsweise bei Twitch, bei YouTube, bei Patreon oder auch bei Tippystream. Diese Plattformen sammeln quasi das gesamte Geld ein und überweisen dir dann das gesamte Geld. Und dein einziger Geschäftspartner ist jeweils diese Plattform. Allerdings gibt es bei diesem Setup auch noch ein Problem. Und zwar grundsätzlich wäre der Umsatz, den du beispielsweise mit Twitch machst, steuerfrei, also umsatzsteuerfrei. Du musst keine Umsatzsteuer auf die Gelder zahlen, die du von Twitch bekommst. Twitch ist zwar relativ zuverlässig darin, dir das Geld aufs Konto zu überweisen, aber ziemlich schlecht darin, dir eine ordnungsgemäße Rechnung dafür zur Verfügung zu stellen. Du bekommst zwar irgendwie so eine Art von Abrechnung und Auflistung von dem, was du da eigentlich gerade überwiesen bekommen hast. Das Ganze ist aber zumindest nach deutschem Umsatzsteuerrecht keine ordnungsgemäße Rechnung. Und das führt leider dazu, dass wenn du keine ordnungsgemäße Rechnung hast, du Umsatzsteuer abführen musst. Umsatzsteuerfrei sind diese Leistungen nur, wenn du die Transaktion hast und eine ordnungsgemäße Rechnung, die du allerdings nicht von Twitch bekommst und auch in der Regel von all den anderen Plattformen. Das heißt, du musst für deine Buchhaltung eine ordnungsgemäße Rechnung erstellen. Das ist eine sogenannte Proforma-Rechnung. Das heißt, du erstellst in deinem Buchhaltungsprogramm einfach nur für dich eine Rechnung, die musst du gar nicht verschicken, sondern du brauchst die Rechnung, die ordnungsgemäße Rechnung und die Transaktion. Und dann musst du auch keine Umsatzsteuer abführen. Es gibt allerdings auch andere Setups und die sind eine riesige Katastrophe. Wenn du beispielsweise Geld über PayPal bekommst, das heißt, es gibt mehrere Leute, die überweisen dir direkt per PayPal Geld. Dann hast du keine Vertragsbeziehung mit PayPal, sondern mit all diesen Leuten, die dir per PayPal Geld zukommen lassen. Das heißt einmal 1 Euro, einmal 2, einmal 5, dann wieder 1 und so weiter. Und du musst für all deine Vertragspartner eine Rechnung erstellen, weil du hast da ganz viele Transaktionen und du brauchst dazu eine zugehörige Rechnung oder zumindest eine Art Quittung. Dafür musst du aber wissen, wer dir was gespendet hat und wo sich diese Person befindet. Weil es ist durchaus anders zu bewerten, ob die Person dir aus Deutschland Geld zukommen lässt oder beispielsweise aus Österreich oder der Schweiz. Deutschland ist Deutschland, Österreich ist EU-Ausland und Schweiz ist ein Drittland. Das Ganze hat also vollkommen andere steuerliche Konsequenzen. Und wenn du dir jetzt darüber Gedanken machst, dass du theoretisch jedem einzelnen Vertragspartner eine Rechnung zukommen lassen musst, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du willst dieses Geld nicht mehr, weil die Arbeit, die du dadurch hast, einfach noch viel größer ist. Oder zweitens, du baust den Prozess ein, wo jeder seinen Klarnamen angeben muss und seine Adresse, wird wahrscheinlich dazu führen, dass auch keiner mehr Lust hat, dir Geld zu spenden. Das heißt, in der Praxis ist das nicht wirklich zu handeln. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und nein, ich weiß natürlich, dass das nicht besonders hilfreich ist und ich weiß, dass es auch keine Lösung ist, dass man eventuell hunderte oder tausende oder zehntausende einzelne Rechnungen pro Monat erstellen muss, nur für 1, 2, 3 Euro Beträge. Das geht natürlich in der Praxis nicht und entsteht auch in keinem Verhältnis. Wir haben aber einen Workaround gefunden, der ehrlicherweise rechtlich nicht 100%ig
korrekt ist. Der überkorrekte Buchhalter, dem wird das Herz dabei nicht aufgehen. Allerdings ist das für dich eine große Rechtssicherheit, wenn du das so machst, weil es gibt in der Regel niemanden, der sich dann anschließend bei dir beschweren wird, auch nicht das Finanzamt. Und zwar können wir schon davon ausgehen, dass die meisten deiner Zuschauer und damit auch die meisten Spender das tun als Privatvergnügen. Das heißt, die meisten deiner Zuschauer sind wahrscheinlich Endkonsumenten und machen das nicht als Unternehmen. Theoretisch ist das auch anders denkbar. Natürlich kann ich auch als Unternehmen mir Streams anschauen auf Twitch und Donations geben. Und dann durch die Notification, die Einblendung und so weiter, bekomme ich eine Aufmerksamkeit. Das heißt, ich kann das durchaus auch als Art Werbeplattform argumentieren. Und vielleicht möchte ich dann ja diese Donation in meiner Buchhaltung quasi als Betriebsausgabe absetzen. Das ist grundsätzlich absolut denkbar. Zusätzlich wird es kompliziert, wenn ich mein Unternehmen nicht in Deutschland betreibe. Weil wenn ich zum Beispiel aus Österreich zuschaue oder aus der Schweiz, dann haben wir schon nicht mehr die rein innerdeutschen Umsätze, sondern vielleicht EU-Umsätze oder vielleicht Umsätze mit außerhalb der EU, also aus der Schweiz. Das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Szenarien. Wenn wir aber einfach grundsätzlich davon ausgehen, dass deine Zuschauer in erster Linie Endkunden sind, die in Deutschland wohnen, dann sind diese Umsätze steuerpflichtig nach dem Umsatzsteuergesetz und zwar mit 19%. Das heißt, du musst auf die Donations, die du bekommst, 19% Umsatzsteuer abführen. Und meine persönliche Empfehlung ist, dass du dieses Setup, also Endkunden in Deutschland, dass das deine Grundannahme für alle deine Donations ist. Du bekommst dann beispielsweise einmal im Monat einen großen Betrag von PayPal und lässt es dir auszahlen und diese gesamte Summe, die unterwirfst du quasi 19% Umsatzsteuer. Jetzt kann es natürlich trotzdem sein, dass ich eventuell deinen Stream gucke und das aus betrieblicher Veranlassung tue. Und deswegen möchte ich meine Donation, die ich dir gebe, gerne von der Steuer absetzen. Dafür brauche ich allerdings eine Rechnung. Das heißt, ich schreibe dir eine E-Mail und sage, ey, ich habe dir an dem und dem Tag 20 Euro gespendet, bitte schick mir doch dafür einmal eine Rechnung. Wichtig für dich, du hast eine gesetzliche Pflicht, diese Rechnung tatsächlich auch auszustellen. Du kannst das nicht einfach ignorieren und sagen, nö, mache ich nicht. Du hast eine gesetzliche Verpflichtung, diese Rechnung tatsächlich dann auch auszustellen. Natürlich musst du dann wissen, wer ist das eigentlich, welche Adresse muss drauf und so weiter. Das fragst du dann einfach ab. Meine Empfehlung ist einfach, wenn du deine gesamten Donations nimmst, beispielsweise 1.000 Euro in einem Monat, dann buchst du diese 1.000 Euro einfach mit 19% Umsatzsteuer in deiner Buchhaltung. Wenn sich dann doch irgendwie so ein Knallkopf melden sollte, der sagt, ich brauche da aber eine Rechnung, dann musst du diese Rechnung ausstellen, beispielsweise 20 Euro. Dann nimmst du aber einfach die 1.000 Euro als gesammelten Umsatz, ziehst diese 20 Euro, für die du eine Rechnung gestellt hast, davon ab und dann hast du immer noch 980 Euro, führst dafür die 19% ab und für die verbleibenden 20 Euro hast du denn ja eine Rechnung für deine Buchhaltung und kannst sie dann entsprechend auch buchen. Das ist nicht 100% rechtlich genauso, wie es sein soll. Allerdings ist die 19% quasi der Worst Case, den du irgendwie hast. Es kann ja in der Regel bei Donations nur sein, dass es entweder 0% Umsatzsteuer sind oder aber 19%. Allerdings ist der Aufwand nachzuweisen, dass etwas vielleicht 0% ist, so hoch, dass ich dir davon eigentlich nur abraten kann, weil das so ein großer Verwaltungsaufwand ist. Auch wenn das nicht 100%ig rechtlich korrekt ist, gibt es anschließend aber niemanden, der sich wirklich beschwert. Die Leute, die dir die Donation geben, die werden sich darüber nicht beschweren, das wird die nicht wirklich interessieren. Aber auch das Finanzamt wird beispielsweise später in der Betriebsprüfung das niemals anmerken, weil du hast ja auf quasi den gesamten Umsatz einfach 19% Umsatzsteuer abgeführt. Das Ganze führt dann nicht dazu, dass das Finanzamt sagt, ein Teil davon waren ja 0%, wird das Finanzamt nicht machen, weil du hast in der Theorie ja tendenziell eher mehr Umsatzsteuer gezahlt, als du hättest zahlen müssen. Das heißt, es ist zwar nicht 100%ig sauber, du hast dir aber hunderte Rechnungen erspart und bist rechtlich trotzdem auf der sicheren Seite. Einen wichtigen Hinweis nochmal zum Abschluss dieses Videos. Und zwar betrifft das ganz, ganz viele Plattformen. Also PayPal, aber auch TippyStream und sogar Patreon. Und zwar bekommst du da in der Regel Nettosumme ausgezahlt. Nettosumme im Sinne von nach Gebühren. PayPal beispielsweise nimmt 1.000 Euro, nimmt dann aber nur als Beispiel 5% Gebühren und überweist dir dann die 1.000 Euro minus 5% Gebühren, 50 Euro, und auf deinem Konto landen dann 950 Euro. Was du nicht machen darfst, ist, dass du diese 950 Euro jetzt als Umsatz buchst. In der Buchhaltung gibt es nämlich ein sogenanntes Verrechnungsverbot. Das heißt, du musst in deiner Buchhaltung dann einmal die 1.000 Euro Umsatz buchen und die 50 Euro PayPal-Gebühren als Kostenposition. Das führt natürlich im Ergebnis immer noch zu 950 Euro. Wichtig ist allerdings, dass du diese beiden Positionen einzeln in der Buchhaltung erfasst und nicht einfach nur den Nettobetrag buchst. Also wenn du 950 Euro Umsatz und keine Kosten buchen würdest, ist das natürlich unterm Strich genau das Gleiche, wäre aber falsch. Warum ist das Ganze wichtig?
In der Buchhaltung gibt es ein paar Gestaltungsmöglichkeiten oder Verpflichtungen, die abhängig sind vom Umsatz. Beispielsweise die Kleinunternehmerregelung, aber auch die Buchführungspflicht. Und die sind abhängig von deinem Umsatz, aber natürlich vom Umsatz vor den Gebühren. Und deswegen muss immer der gesamte Betrag einmal eingebucht werden. Die Kosten kannst du dann aber direkt sofort zum gleichen Zeitpunkt auch gegenrechnen. Du kannst für beide Buchungen in deiner Buchhaltung auch den gleichen Auszahlungsbeleg verwenden. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir irgendwie ein wenig weiterhelfen. Ich weiß, die ganze Lösung und das ganze Thema ist super ätzend und ich weiß auch, dass ich nicht alle Fragen in diesem einen Video beantworten kann. Das heißt, wenn du noch eine ganz konkrete Situation hast oder eine Rückfrage hast oder bestimmte Plattformen, die ich jetzt hier nicht als Beispiel genannt habe, dann schreib uns auch gerne einen Kommentar und ich versuche dir da gerne weiterzuhelfen. Was vielleicht auch gar nicht die schlechteste Idee ist, wenn du dir für all diese Themen einfach einen kompetenten Begleiter und Berater mit an die Seite holst. So ein spezialisierter Online-Steuerberater zum Beispiel. Wir sind so ein Steuerberater, spezialisiert auf Freiberufler und Selbstständige. Und wir haben unter unseren Mandanten tatsächlich auch einige Streamer und wir helfen natürlich auch dir gerne bei deiner Buchhaltung und deiner Rechnungsstellung. Alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst aber natürlich auch erstmal alle anderen Videos auf diesem Kanal schauen oder aber nur so ein oder zwei, zum Beispiel das hier oder das hier.